So, Leute, da sind wir beim nächsten Video unserer Reihe, unserer Questreihe, der Pfad des Helden. Dieses Mal sind wir im Set Reise nach Nyx, also Journey into the Nyx, und mit dem Deck Defeat a God, beziehungsweise Bezwinge einen Gott in Deutsch. So, wir haben den ähnlichen Aufbau, wie wir es letztes Mal auch haben. Wir haben drei Quests, das Ende der Questreihe endet eben mit dem Deck. Deswegen fangen wir mit den Helden an, die hier keine Helden sind, sondern ein ultra lustiges System. Es ist super schwierig, da noch dran zu kommen, deswegen verzeiht mir da so ein bisschen was meine Schlamperei. Bei jedem Pre-Release-Kit waren auch hier eine Waffe dabei, beziehungsweise eben kein Held, sondern eine Waffe, und eine Promokarte. Diese Waffe konnte im Laufe des Pre-Releases aufgebessert werden. Gucken wir uns erstmal kurz die Waffen an. Wir haben im weißen Pre-Release-Kit den Speer der Generalin. Der gibt +2/+0 einen Erstschlag und kann für 2 Mann ausgerüstet werden. Das ist in Glory geforged, heißt es, glaube ich, im Englischen. Ich weiß es gar nicht mehr. Dann haben wir Blau, Intelligenz, der Mantel des Philosophers. Hierbei interessant, die Generalin, der Philosoph und die anderen Karten sind alle die Helden aus der ersten Reihe sozusagen, was wirklich cool ist. Und da eben nochmal ein Rückblick auf den Weg des Helden, Hammer. Hierbei ist es so, dass die Kreatur +1/+1 kriegt und für 2 Männer enttappt werden kann. Sehr, sehr cool. Dann haben wir die Peitsche des Tyrannen, der +1/+2 gibt und Todesberührung, auch für 2 Männer ausrüsten. Die sind, glaube ich, alle für 2 Männer ausrüsten, ja. Die Axt des Triebs, der Kriegstreiberin ist eine Frau, Entschuldigung. Die gibt +2/+1 eine Eile, auch sehr, sehr cool. Und der Bogen der Jägerin, der kann tappen einer Kreatur 2 Schadenspunkte zufügen oder einem Spieler. Okay, interessant. Sehr cool, aber ihr seht schon, die haben hier oben alle diese leeren Stellen. Und zwar war es so, dass man während des Pre-Release in einem Local Game Store, beziehungsweise halt in einem FNM Store, einem VPN Store, wie man auch immer das nennen möchte, man 3 mystische Komponenten ergattern konnte. Diese mystischen Komponenten waren eben verschiedene Rätsel, beziehungsweise eben Reward-Sachen, die man machen musste, Quests, die man machen musste und ähnliche Sachen. Ich finde leider nicht mehr, wo das ganze Ding ist. Und aber man bekommt sozusagen Reward-Sticker. Und diese zusammen klebt man dann auf eine Karte drauf. Und diese nimmt man dann mit seiner Waffe. Und da ist es dann so, dass dieser, naja, sie nennen ihn Godslayer, das wurde ja nachher auch nochmal zu einer Karte, eben zusätzliche Effekte bekommt. Ich blende euch mal das hier ein, weil man bekommt nämlich, wenn man diese Karte abgegeben hat, einen sogenannten Enchantment-Sticker. Und dabei war es so, dass man diesen Sticker auf diese Karte, also hier auf diese Karte draufdrucken konnte, beziehungsweise nicht drucken, sondern draufkleben konnte. Man findet ganz viele von diesen benutzten Stickern immer noch, aber das macht die Karte halt super kaputt und es ist halt nicht individuell und sonst was. Deswegen, wenn ihr sowas nachspielen wollt, wie ich das auch mache, könnt ihr euch diese Karte, die ich euch gerade eben gezeigt habe, einfach ausdrucken. Das mache ich auch. Dann nehmt ihr einfach ein rotes, ein blaues, ein lila Teil und dann bastelt ihr euch damit selber was. Muss ich auch noch machen, habe ich auch noch vor. Weil wie gesagt, hier die Dinger drauf zu kleben, das sieht richtig cool aus. Ihr könnt mal danach googeln, aber es ist für mich, nee. Ich möchte das ja wieder spielen können. Das war das Pre-Release und dann könntet ihr praktisch beim Pre-Release nicht nur die Waffen generieren, sondern eben auch die verbessern. Ihr musstet sie aber nicht verbessern. Wenn ihr die Quests nicht geschafft habt, habt ihr eben keine Sticker bekommen. Und ihr habt ja gesehen, das macht halt so Doppelschlag oder enttappt 2 Länder oder sonst was. Es ist einfach nur ein cooler Zusatzeffekt. Hier übrigens auch nochmal die Nummer 7 schön im Bild zu sehen. Ich weiß auch nicht, warum ich die gerade weggeräumt habe. Ich habe es mal wieder hingeräumt. Dann kam eben, wie beim letzten Mal auch schon, die Quest Nummer 8. Hierbei war es auch so, dass wieder ein Poster dabei war, wieder auf eine Karte Rücksicht genommen wurde, die in dem Set Journey into Nyx drin ist. Ich weiß aber nicht mehr, welche Karte es war. Das habe ich tatsächlich mittlerweile einfach vergessen, weil es ist nun mal jetzt auch schon über 7 Jahre her. Mai 2014 oder sowas? Krass, einfach krass. Wenn man dieses Puzzle gelöst hat, hat man der Auserkorene bekommen. Zaubersprüche, die du wirkst, die Kreaturen, die du kontrollierst als Ziel haben, kosten 2 Mana weniger. Super cool zum Buffen oder halt auch zum Bestowen, was in dieser Set einfach ein großes Ding war. Und das ist ein weiterer Held, den wir einfach dazu gewonnen haben. Diesem Helden, den anderen Helden von Born of the Gods und Teros, also Kampf gegen die Horde und Kampf gegen die Hydra, konnten wir eben ein Set zusammenstellen an Helden, um gleich das Spiel zu spielen. Wenn man es geschafft hat, eben bezwinge einen Gott, den Gott zu bezwingen, hat man die Auserwählte bekommen. Diese Heldenkarte sagt 2 Mana tappen, man schickt die Auserwählte ins Exil, durchsucht seine Bibliothek nach einer legendären Artefaktkarte, die keine Kreatur ist, zeigt sie offen vor,
bringt sie dann ins Spiel und mischt danach sein Deck. Lustiger Funfact, das sind Heldenartefakte, die zählen dabei nicht, aber die sind ja auch nicht im Deck, die starten schon im Spiel, wenn ihr euch diese Helden aussucht. So, auch hier dann, das ist die letzte, die Auserwählte, das ist natürlich Elsbeth, das ist die letzte Karte hier mit der Nummer 9, das ist die 9. Quest. Die gucken wir uns jetzt mal an. Zwinge einen Gott. Oh, wunderschön. Auch hier wieder mit der neuen Bezwinge einen Gott. Hier ein bisschen Story mit Xenagos und seinem Aufstieg. Wer die Story nicht kennt, ja, Xenagos wollte halt zum Gott werden und hat es auch geschafft. Hier wunderschön mit Elsbeth und Ajani, habe ich gerade eben gar nicht gesehen, die eben da eine wichtige Rolle in Theros spielen. Um das Spiel zu starten, ist es so, dass wir mit 3 Heldenkarten in die Schlacht ziehen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es geht hier wirklich um verschiedene Heldenkarten. Und es wird leider nicht erklärt, ob ein Heldenartefakt auch so ist oder nicht. Weil theoretisch ist es eine Heldenkarte, weil es ist ein Heldenartefakt. Aber es ist kein Held, das ist nur ein Artefakt. Dementsprechend, ich gehe mal davon aus, dass man einfach diese Heldenartefakte nicht zusätzlich nehmen kann. Also dass man jetzt nicht mit 6 Karten spielen kann, sondern eben diese Sachen auch als Heldenkarte zählen. Wodurch einfach man sich entweder eine Waffe rausholen kann, einen Held oder eben einen Held aus alten Sachen. Was interessant ist, man braucht hier auch keinen Helden, um das Ganze zu spielen, weil man kann das auch ohne Helden spielen. Ich finde es mit den Helden halt einfach stylischer. Man greift in diesem Spielmodus den Xenagos und seine Hedonisten an. Dazu startet es so, dass Xenagos als hier unten im Spiel befindlich, ich finde, dem hätten sie auch eine Zone geben können, wie die Bibliothek und den Friedhof oder so. Oder hier oben drauf, so, das wäre auch cool gewesen. Startet der im Spiel, ich zeige mal kurz in die Kamera. Er ist eine 6-5 legendäre Verzauberungskreatur Gott. Und er kann das Spiel nicht verlassen, solange er ein Hedonist im Spiel ist. Und wenn er das Spiel verlässt, haben wir das Spiel gewonnen. Den können wir direkt angreifen, als Kreatur. So, man darf den auch als Ziel wählen, als ob er ein Spieler ist. Das heißt, wir können ihm Schaden zufügen, wenn wir sagen, ein Spieler in der Wahl kriegt 5 Damage. Können wir das auch auf Xenagos, den Auferstiegenen, machen. Das Ganze ist ein bisschen... Man merkt, dass das am wenigsten gespielt wurde, ganz einfach. Xenagos selber kommt mit 2 Karten namens Tobende Schar ins Spiel. Das sind einfach Hedonisten, die, wenn sie normalerweise ins Spiel kommen, die obersten Karten aufdecken und dann mehr Leute holen und mehr Leute holen. Das passiert beim Starten hier nicht. Denn sie sind schon im Spiel, das wäre sonst viel zu stark. Man spielt eine normale Partie Magic gegen dieses Deck. Es steht leider nicht dabei, wer anfängt. Bisher ist es immer so, dass ich immer angefangen habe und gesagt habe, hey, ich fange an, zieh keine Karte und dann darfst du. Und hierbei ist es so, Xenagos hat auch ein Deck. Das ist in diesem wunderschönen Lila gehalten hier. Anführungsstrichen, wunderschön. Dabei ist es so, dass hier auch wieder zu Beginn erst alles enttappt wird. Danach werden die obersten 2, das sind wieder 2 Karten, aufgedeckt und die werden gewirkt. Xenagos sein Deck besteht aus Verzauberungen, die halt im Feld bleiben, Hexereien, die eben gewirkt werden und dann auf den Friedhof direkt gelegt werden und anderen Hedonisten, also anderen Kreaturen. Im Normalfall ist es so, dass die wilden Menedan zum Beispiel die Belohnung des Helden haben. Wenn die zerstört wird, kriegt jeder Spieler 3 Lebenspunkte dazu. Denn man hat das Spiel verloren, wenn man keinen Deckkarten mehr hat oder keine Lebenspunkte. Das Interessante hierbei ist einfach, dass auch wenn diese Kreaturen 3-1 haben oder 1-3 oder 6-5 oder ähnliches, diese Kreaturen nicht angreifen. Sie sind passiv einfach da. Bis dann halt eben so etwas wie impulsiver Ansturm kommt, die sagt, zu Beginn des Kampfes in diesem Zug erhalten alle Hedonisten Eile und greifen an. Falls möglich natürlich. Das bedeutet, dann können sie nur angreifen. Nur wenn diese Hexereien das zum Beispiel sagen oder eben die Verzauberung, die eben sagt, okay, alle Hedonisten haben Eile und greifen die im Zug an, falls möglich. Ansonsten greifen diese Karten einfach nicht an, was sehr, sehr nett ist. Leider Gottes gibt es hier in diesem Deck ganz viele Karten, die eben sagen, dass die Hedonisten angreifen. Man kann sich aber nicht darauf verlassen, was halt super interessant das Ganze macht. Auch hier ist es so, wenn Xenagos eine Entscheidung treffen muss, weil er zum Beispiel eine Karte opfern muss oder ähnliches, dann entscheidet man selber dafür. Auch hier ist es der Fall, dass Xenagos keine Karten ziehen kann, keine abwerfen kann und keine illegalen Aktionen durchführen darf. Und auch hier ist es so, wenn irgendwie zum Beispiel diese Karte unter das Deck gelegt werden würde, wird sie stattdessen in den Friedhof gelegt. Das ist einfach der Fall, dass man eben Karten auch ins Exil schicken kann, sie alle trotzdem in den Friedhof gehen, was sehr, sehr nett ist. Wie gesagt, man gewinnt, wenn Xenagos das Spiel verlässt. Man verliert, wenn man keinen Lebenspunkt mehr hat oder kein Deck mehr hat. Man kann, um die Schwierigkeitsgrad dieses Spiels zu erhöhen oder zu erniedrigen, auch zum Beispiel einfach eine dritte tobende Schar benutzen, um das eben schwieriger zu machen, weil er dann schon mehr Kreaturen am Feld hat, durch die man sich durchbeißen muss, bevor der Xenagos angegriffen werden kann. Wenn man es leichter haben will, nimmt man zum Beispiel nur eine tobende Schar. Ich würde nicht empfehlen, ohne tobende Schar zu spielen. Das geht auch, aber macht es doch sehr einfach. 3 ist schon sehr, sehr schwierig. Ich habe es einmal mit 4 probiert. Das ging gar nicht.
Aber das ist dann meine persönliche Einschätzung. Ja, das ist die komplette Questreihe gewesen. Path of the Hero von Teros. Erster Block, muss man ja mittlerweile sagen. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Sie konnten euch ein bisschen zeigen, was diese Decks tun. Wenn euch die Videos gefallen haben, guckt bitte, dass ihr den Videos einen Daumen hoch gebt. Wenn euch meine Videos gefallen, dass ihr ein Abo dalasst. Und wenn ihr Kommentare dazu habt, habt ihr das schon gespielt? Fandet ihr das doof? Findet ihr alles doof, was auf meinem Channel ist oder sonst was? Schreibt das unten in die Kommentare. Dann können wir da ein bisschen interagieren. Und wenn ihr weitere Spielmodus sehen möchtet, ich habe noch ein paar Spielmodis da, die ich zeigen kann und ein paar Sachen, weil ich liebe diese Spielmodis. Dementsprechend habe ich mir halt gedacht, so hey, ich mache diese Reihe und ich würde die gerne weitermachen, auch wenn die Videos nicht ganz so populär sind wie andere Videos von mir. Aber ich mag einfach diese Spielmodis und ja, wenn ihr denkt, das hat mehr Aufmerksamkeit verdient, könnt ihr das Video natürlich auch gerne teilen oder Freunden zeigen oder euch eben die Decks holen und damit spielen, weil das reicht dann schon, wenn ihr die Decks habt und damit spielen möchtet, wenn euch das gefallen hat. Ebenfalls ist hierbei auch das Angebot, wie bei den anderen beiden auch, wenn ihr wollt, dass ich dieses Deck mal gegen dieses Deck spiele, in irgendeinem Live-Feature-Match, irgendwas, wie man es auch mal nennen möchte, dann sagt mir das auf jeden Fall in den Kommentaren Bescheid, wenn genug Leute da Bock drauf haben und sich das Video angucken würden, würde ich das auf jeden Fall auch noch hinterher schieben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.